Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir werden jetzt erstmal... Wir sind am letzten Tag vom Winter, das heißt wir haben jetzt dann Frühling. Das heißt Handschuhe weg, gesteppte Weste weg, Mütze weg, Pelzstiefel weg, Pelzumhang weg, Wollstrumpfhose weg. Und wir holen uns die edlen Stiefel, die Filzweste, die Hose mit Manschetten und den Hut mit hoher Krempe. Und ziehen den ganzen Klabums natürlich auch an. So. Und dann gehen wir auf in den Frühling. So, der Frühling steht vor der Tür und der Anblick von grünen Bäumen und blühenden Blumen lässt alle Herzen höher schlagen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das als Antwort. Alle erhalten 15% mehr oder 15 mehr Stimmung. Sehr gut. So, guten Morgen, meine Liebe. Oh, it's you again. Was beschäftigt dich im Moment? Du würdest gerne nackt im Mondlicht tanzen. Tu dir keinen Zwang an. Und wir müssen Steuern bezahlen, ja. Take care. Take care. So, ich muss gerade mal gucken, ob unser Sohnemann... Ups. Hat keine Quest. Schau, was ich gefunden habe. Ein Johanniskraut. Danke dir. Und ich habe eine Kleinigkeit für dich. Du kriegst ein Holzkaninchen. Danke, Papa. Du bist der Beste. Sehr gut. Bye. Bye. So, jetzt müssen wir natürlich als allererstes mal wieder managen. So, was mir gerade einfällt, hier seht ihr schon, wir können wieder bauen. Wir haben jetzt ein Gebäudelimit von 280 Gebäuden. Ja, wer sich wundert, wie das geht, man kommt doch nur auf 140, das ist richtig. Ich habe im Safe Game was geändert, da kann man, wenn man sich's traut oder auch davon ausgeht, dass der PC das packt, kann man den Faktor entsprechend ändern. Man sieht es hier auch im Spielereinstellungen. Also wir sind hier auf 400%. Allerdings, wenn ich jetzt den Regler irgendwie verschieben würde, dann kommen wir sofort wieder runter auf 200%. Also es ist nicht so, wer automatisch im Spiel hinkommt, sondern das war eine Änderung vom Save Game. Manuelle Änderung von mir und deswegen können wir jetzt wieder bauen, aber jetzt müssen wir erstmal managen. Ich bin mal gespannt, ob es Probleme gibt, aber eigentlich dürfte es keine Probleme geben, weil es ist einfach nur ein Multiplikator, den man da ändert, von 2 auf in dem Fall jetzt 4. Von dem her sollte da eigentlich nicht allzu viel passieren. So, hier haben wir Hafer, Karotten, Hafer, da ist aktuell, oh, was fehlt eigentlich? Moment, ich muss gerade mal gucken. Haben wir Zwiebeln? Ne, wir haben keine Zwiebeln. Die Zwiebeln sind aus. Kohl haben wir noch. Karotten haben wir noch. Rote Beete. Haben wir auch noch. Also Zwiebeln fehlen. Gut. Dann machen wir da Zwiebeln drauf. Zwiebels. So, da haben wir Zwiebeln. Ne, dann machen wir hier jetzt rote Beete. Genau, rote Beete. Hier auch nochmal rote Beete. Oder hier machen wir Karotten.
So, und hier würde ich auch nochmal Karotten. Karotten. So. Hafer, 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 Weizen, Mohn, Flachs, Flachs. Hier machen wir Flachs. Flachs brauchen wir auch immer eine Menge. Da machen wir natürlich auch Flachs. Doch, da war Roggen, ja. So, auch hier machen wir Flachs. So, und hier natürlich genauso. Flachs, dass meine Leute was zu tun haben. Und auch hier natürlich Flachs. So, dann haben wir die alle durch. Ne? Hier ist auch nochmal ein Feld. Da haben wir auch nochmal Flachs. Dass das nicht in Vergessenheit gerät. So, das hätten wir durch. Jetzt müssen wir hier natürlich anpassen. Gewinnung, Kräuterhütte. Die können jetzt natürlich Johanniskraut, Breitwegerich, Gänseblümchen, Wegwarte haben wir eine ganze... Ne, hatten wir Wegwarte? Wir nehmen das mal mit. Löwenzahn ist uns ausgegangen, glaube ich. Oder ziemlich ausgegangen. So, und Speisemorcheln kannst du auch noch sammeln. So, dann machen wir mal noch mehr Löwenzahn. So, noch eine Kräuterhütte. Die können auch. Die sammeln schon ganz ordentliche Mengen, ne? Muss man mal so festhalten. Ups. Das funktioniert natürlich nicht. So, mach doch mal 20%. Und du machst den Tarntrank. Du kannst auch mal sammeln. Gehen wir mal überall auf 10%. Und dann muss ich gleich mal gucken, wer älter als 60 ist. Ob jemand älter als 60 ist. So, die haben wir. Die Bauhütte braucht man natürlich. Nicht genügend Rohstoffe. Wir haben kein Stroh. Ups. Können wir nur machen, wo wir kein Stroh brauchen. Bei allen anderen wird's schwierig. Bei allen anderen geht's nur eben Stroh nicht. So, das müssen wir dann später nochmal machen. Oh, und Landwirtschaft, Scheune. Da können wir jetzt Roggen dreschen lassen. Ach so, da hatten wir schon. Die machen nicht mehr so viel, ne, beim Dreschen. Stimmt. So. Läuft. Und genau, Leute brauchen wir noch. Wer ist... Moment. Wer ist 60 und hat einen Job? Der Koch. Bogner. Die kann jetzt auch in Rente. So, die braucht nicht mehr arbeiten. Die ist 60. Das heißt, wir brauchen einen Koch oder Köchin. Koch oder Köchin.
Blanca, die kann es nicht, aber Filiberta, die kann das. Dann übernimmt sie das mal. So. Achso, Koch. Koch, 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 Koch. Da. So, haben wir noch irgendwen? Gewinnung ist voll. Jagd ist voll. Landwirtschaft ist voll. Tierhaltung ist voll. Hast du da mal gerade geguckt? Produktion ist voll. Dienstleistung ist auch voll. Achso, und was genau, was wir auch noch gucken müssen. Tiere. Haben wir neue Tiere? Wir haben ein Küken. Hedwig. Weiß nicht, ob es schon eine Hedwig gibt. Gänse, haben wir nichts. Schweine auch nicht. Schafe. Haben wir auch nichts. Ziegen auch nicht. Rinder auch nicht. Pferde. Wir haben Hengstfohlen. Sehr schön. Du heißt Fritz. Und Esel sind immer noch 4. Wie alt werden die eigentlich? Oh, bis zu 31. Also durchschnittlich 31. Können natürlich vorher sterben, können aber später sterben. Haben wir neue Kinder? Ja, für unsere Leute können wir jetzt dann auch mal gucken. Achso, ich muss auch wegen Azubis noch gucken, ne? Ne, keine neuen Kinder. Und haben wir hier... Da haben wir einen Azubi. Griselda, die ist mir durchgegangen. Was muss die denn noch leveln? Jagen, Landwirtschaft, Diplomatie oder Überleben? Jagen, Landwirtschaft... Und dann geh du mal in den Eselstall. So. Ja, dann können wir jetzt mal gucken, dass wir anfangen Häuser zu bauen, dass wir Arbeitsplätze noch ein paar bauen, dass unsere Leute hier beschäftigt kriegen. Und ich kann einen schönen großen Marktplatz jetzt bauen. Das sind alles so Dinge, die gehen jetzt. Nicht wahr, Pomia? Quests müssen wir natürlich machen. Ewalda. Warum gehe ich? Gehe nicht langsam. Ach doch, ja. Wahrscheinlich, weil ich eben nicht... Weil ich zu viel Material dabei habe. So, das können wir jetzt auch gerade mal loswerden. Bretter, Holzschalen, Holzstämme, Holzteller. Ich glaube, was ich auf jeden Fall mal bauen muss, ist ein neues Lager. Ich überlege gerade, ob ich das zuerst mache. Johanniskraut hatten wir keines mehr, ne? Doch, haben wir noch. Löwenzahn haben wir definitiv auch. Was war mir denn ausgegangen? Wegwarte haben wir. Gänseblümchen haben wir. Pilsenkraut haben wir auch noch. Eigentlich haben wir doch alles. Okay. Was ich schon mal einstecken kann... ist Kupferhammer auf jeden Fall. Der wird immer wieder gefragt. Recurve-Bogen. Können wir mal einen mitnehmen. Ansonsten haben wir hier noch Flachs. Den nehmen wir mal mit. Das war's, glaube ich, ne? Eisenerz, je nachdem. Da gucken wir aber mal. Können noch was zu essen mitnehmen.
Ne, hier muss ich ja gucken. Und zwar Ei. Fischfilet können wir mitnehmen. Was zu essen muss ich auch mitnehmen. Fischfilet. Nehmen wir das mit. Muss weg. Meerkornbrot. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Haben wir sogar eines? So, ich glaube, das Wichtigste haben wir. Dann können wir losgehen und wegen Quest gucken. Steuern müssen wir natürlich zahlen. Aber hier haben wir auch noch eine Quest. Auch hier haben wir noch eine Quest. Nee, aber da freue ich mich, dass ich jetzt wieder bauen kann. Das war so ein Punkt, der war schwierig. Also, oder war blöd, dass man es eben nicht mehr konnte. So, hi Carolina. Ja, kann ich was für dich tun? Hast du was Wolle dabei? Okay, wir holen Wolle für dich. Entschuldigung, Albreda. Wolle, die hätte ich dran denken können. Habe ich aber vergessen. Ja, dann werden wir ein Lager wieder noch dahin bauen, wo wir... Irgendwo fehlt was. Das Symbol oben ist jetzt auch neu. Achso, da wollte ich auch noch gucken, dass wir das... Die Ansicht wechseln. Wo fehlt denn was? Scheune. Tierfutter. Stroh fehlt. Macht mal weniger Tierfutter. Und startet mal mit Roggenkorn durch. Da oben das Symbol seht ihr oben links. Das ist jetzt auch geändert worden. Also noch nicht überall, glaube ich. Ich habe die Version aktiviert, wo man... Wie viel Wolle brauchen wir denn? Das sollte ich vielleicht erstmal gucken. Also ich habe die Version aktiviert, wo man quasi schon vorab Updates kriegt. Also die... Quasi die Betas. Und deswegen habe ich das schon. Läuft man natürlich auch immer wieder ein gewisses Risiko, dass es Bugs gibt, größere Bugs gibt und es einem den Spielstand verhagelt oder so. Das Risiko ist auch immer gegeben. Aber dafür hat man natürlich auch eben schon die Möglichkeit, vorab Updates zu testen. So, hi Carolina, hier ist deine Wolle. Vielen Dank. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Gustovia, oder? Oder soll ich erst, ich brauche glaube ich erst das Lager. Sowohl Lebensmittel als auch Materiallager brauchen wir. Wow. Gucken mal, vielleicht läuft uns auch irgendeine Quest über den Weg oder ein Questgeber. Wer weiß. Scheint aber aktuell hier keine Quests in greifbarer Nähe zu sein. Nicht anrempeln, liebe Leute. Doch, da haben wir zwei Quests. Da gucken wir natürlich mal. Ich laufe mal an euch vorbei.
beide irgendwie in der Richtung. Die eine muss hier sein. Und die andere dort. Ups. Du bist es nicht. Hä? Ach, hier drin. Hi, Dalibora. Kann ich dir bei etwas helfen? Du könntest meine Hilfe gebrauchen. Du möchtest auf die Jagd gehen, das ist immer gut. Wir kümmern uns drum. Muss ich gleich mal gucken, was sie denn will. Und dann gucken wir noch, was die andere Quest ist. Aber ich brauche jetzt erstmal Holz, Holzstämme. Und Stein brauchen wir auch, ne? Und einen Gewichtstrank. Zwar jetzt auch noch alles mögliche andere dabei, aber... Achso, Gewichtstrank. Hier sind wir richtig. Gucken wir gleich mal, was die andere Quest noch ist. Das ist einfach, dass wir die getriggert haben halt. Das ist immer so der wichtige Punkt. Ja, wer von euch ist es? Ildefonsa. Ildefonsa. Hello. Hello, kann ich dir bei etwas helfen? Nein, ich bin kein Kunde. Ach, das, du bist die Näherin. Okay. Ja, wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum. Ups, Entschuldigung. So, dann würde ich hier jetzt nämlich wieder das Materiallager aufbauen. Materiallager 3. Das ging hier doch auch hin. Genau. Es gibt Hindernisse. Das war hier doch. Oh, Entschuldigung. War mein Fehler. Wir hatten das Lager hier doch irgendwo platziert. Und ich weiß, dass das nicht so hoch war. So könnte ich es bauen, aber so will ich es nicht bauen. Moment, ich gehe mal in die Ansicht. Nicht schlägern. Lager. Okay. Also können wir es jetzt nur noch in der Form bauen. Das fände ich jetzt aber nicht schön. Da müssen wir das woanders platzieren. Oder hatten wir das hier irgendwie mehr? Mehr so. Sieht nicht so aus, als hätten wir hier irgendwie eine Chance. Aber so war es eigentlich mal. Gut, funktioniert nicht. Ich hab's verstanden. Könnten natürlich da drüben noch eines hinmachen, ne? Gute Frage. Dass wir das irgendwie hier hinterbauen. Ich frage halt, ob da eins hinpasst.
Aber vorstellen könnte ich es mir. Gibt Hindernisse, die die Baustelle blockieren. Ja, die sind halt schon groß, die Materiallager. Wie gesagt, hier will ich nicht so ein hohes Ding haben. Sollten wir vielleicht drüben noch eines bauen? Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Gucken wir mal. Bin mal gespannt, ob die hier alles schön abernten und... Da sind sie erstmal fleißig am Säen. Da wird auch noch fleißig geerntet werden müssen. Aber kommt Zeit, kommt Ernte. Ich brauche jetzt erstmal ein Materiallager. Und das, was wir haben, das läuft bald voll. Und dass ich nicht immer so an den Einstellungen rumlavieren muss oder rumregeln muss, wäre natürlich ein weiteres Materiallager schon eine sehr große Entlastung. Genauso ein weiteres Lebensmittellager. Hier könnten wir noch eines hinmachen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Hier. Dann muss halt das da weg. Das hier, der da. Also die zwei auf jeden Fall mal. Oh, ich muss aufpassen, wohin der fällt. Er sollte möglichst nicht auf ein Haus fallen. Was? Hast du dir den Finger geschnitten? Das ist eklig, meine Liebe. Blut im Essen ist eklig. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Oh, ich habe keine Schaufel dabei. Kann das sein? Jep, kann sein. Moment, das kriegen wir in den Griff. Jetzt haben wir eine. Und haben auch gleichzeitig weniger Gewicht. Ups. So. Na, danke. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier reinkriegen. Der Baum da hinten muss noch weg. Aber dann könnte es passen. Dann könnte das funktionieren. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir noch bei Gelegenheit Häuser hinbauen, ne? Dass unsere Leute noch wieder wohnen können. Und meinen Marktplatz würde ich gerne vergrößern. Oder irgendwo einen zweiten, größeren hinmachen. Je nachdem. So. Perfekt. Perfekt, sag ich dann nur. Habe ich noch einen Eisenhammer? Ich glaube, ja. So, mal ein paar Steine raus, dass wir genug Material haben. Stämme haben wir auch dabei.
Dann können wir jetzt auf jeden Fall schon mal das ganze Holz verarbeiten. Soweit es geht. Das passt wirklich genau rein. Das finde ich gut. So, und dann brauchen wir aber, glaube ich, noch ein paar. Oder brauchen wir noch vier? So, da haben wir 1, 2, 6, 8. 8 Holzstämme, die wir noch brauchen. Und viele Steine. 8 Holzstämme und... Achso, die Bretter kann ich auch gerade schon mal. 8 Holzstämme und viele Steine. Nicht wahr, Rudolfina? Oh, was machst du denn? Okay. Du bist gut. Ist das so rutschig? Eigentlich haben wir Frühling. Eigentlich haben wir Frühling. Ja, und dann können wir hier den Marktplatz echt noch vergrößern. Weil jetzt kann ich ja Marktstände bauen. Ja, muss ich mal gucken, wie wir das machen. Dann können wir noch wieder größer umbauen. Sechs... 10 Holzstämme brauchen wir noch. Und den Rest kann ich Bretter mitnehmen. Bretter brauchen wir nämlich auch ganz viele. 12, 24, 32. Dann nehmen wir mal 46 mit. Und nochmal einen Gewichtstrank. Ja, dann würde ich echt gucken, dass wir das nochmal umbauen mit dem Marktstand. Dann können wir den auch nach hier hin noch ausweiten. Ja, da fallen mir schon noch ein paar Dinge ein dann. Da fällt mir schon noch was ein. Und dann gucken wir mal, ne? Ja, falls ihr genauso euren Spielstand riskieren wollt, wie ich es getan habe, wobei ich habe es schon von anderen gehört, die das ebenfalls gemacht haben, wo keine Probleme aufgetreten sind. Ich gehe mal, also im Prinzip dürften auch keine Probleme auftreten, sofern man das nicht übertreibt. Mit dem... Multiplikator. Solange dürfte das, wie gesagt, eigentlich müsste das funktionieren. Ich habe dafür ein Anleitungsvideo gemacht. Findet ihr bei mir auf dem Kanal. So, da fehlen noch Stämme. Steine, aber Bretter haben wir jetzt, oder Stöcke haben wir jetzt alle. Ne, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass wir hier bauen können. Ich weiß, dass es einige Leute nicht gut finden, dass sich das Gebäudelimit auf die Art erhöht habe. Interessant, was du da machst. Bretter brauchten wir noch. 10? Ich nehme mal 10 mit. Und Steine. Steine. Nehmen wir mal 50 mit.
Das sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Das da kann übrigens eigentlich bei so nicht wirklich ein Problem von dem erhöhten Faktor da sein. Wie gesagt, es ist einfach nur ein Multiplikator, der erhöht wird. Mehr macht das Ding nicht. Von dem her. Oh, wir hätten volle 12 noch gebraucht. Okay, dann nehmen wir nachher nochmal 2 mit. Dann können wir gerade schon mal die Sachen hier hinbauen. Ja, eventuell müssen wir dann echt unser Dorf nochmal vergrößern, ne? Aber dann würde ich kleine Häuser bauen, also keine, nicht das normale, sondern wirklich das kleine, wo maximal ein Kind dann geboren wird. Weil nochmal weiter erhöhen, weiß nicht. Das muss der PC ja irgendwo auch noch packen. Und keine Ahnung, also aktuell dreht er Däumchen. Also Prozessorlast ist bei 10%, wenn ich das so sehe. Trotz, so, wir brauchen noch 7. Achso, wahrscheinlich haben wir schon einen. Also 16, 24, 30, 35 Steine brauchen wir noch, wenn ich mich nicht verrechnet habe, und 2 Bretter. 35 Steine, 2 Bretter. Und dann sollte das Lager fertig sein. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen mehr Kapazität. Sodass ich dann auch gerade Holz und Stein wieder ein bisschen hochfahren kann, weil das sind natürlich die Dinge, die wir jetzt brauchen zum Bauen. Ups. Was ich mal gucken kann, ich kann mal noch eine ältere Version laden, wo nicht der Faktor hochgesetzt ist, ob die Kinder das da genauso machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ein Problem von der Spieleversion ist, die ich hier gerade habe. Oder von einem Spiel, also. Aber sieht schon lustig aus. Oh, ich habe mich um 2 Steine verrechnet. Moment, das kriegen wir aber in den Griff. Ein Stein. 2 Stein. Verkalken würde ich das auch noch wollen. So, jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt haben wir wieder Platz. Sehr schön. So, hier machen wir noch einen Weg hin. So. Und dann machen wir hier die Mauer weg. Und machen A. Hier ein Steinmäuerchen hin. Und auch hier eines. Das können wir eigentlich in der Richtung dann machen. So.
Ja, Steine müssen wir noch sammeln. Das machen wir auch noch. Aber nicht heute. Ja, für heute beende ich mal die Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hi, Ingwer. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Kriegst ein Holzkaninchen. Wiedersehen. Der läuft. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like. Einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.